Hallo, ich bin Björn Kaworski-Dammann. Ich habe mittlerweile geheiratet, seitdem Christian die Slides gemacht hat. Nee, schon ein bisschen länger her. Also ich trage jetzt einen Doppelnamen. Ich, ganz kurz zu meiner Person, ich habe mich ganz ans Ende gestellt. Da sieht man nochmal ein Bild von mir und auch meine Kontaktdaten, falls ihr die haben wollt. Ich bin seit 17 Jahren bei Comedia. Du hast gerade gesagt, Comedia gibt es über 20 Jahre. Ich glaube, Comedia gibt es fast 30 Jahre. 1996, 97 gegründet. Das ist echt schon eine ganz schön lange Zeit. 17 Jahre davon bin ich dabei. Ich habe technisch gestartet. Ich habe Informatik studiert. Ich war mal im Support, dann war ich Technical Consultant, habe viele Projekte begleitet, implementiert. Dann bin ich irgendwann ins Produktmanagement gewechselt. Und ich glaube, also ich programmiere noch, ich kann noch coden, aber ich mache das nur noch als Hobby. Ich glaube, ich habe seit 3 Jahren keinen Java-Code mehr gesehen. Also seid bitte ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich kann IoT und Home Automation. Ja, also da könnt ihr mich fragen. Mach's bitte weiter. Genau, jetzt habe ich eine Statistik gefälscht. Wir wollen das mal ausprobieren. Ach so, erstmal noch ein Disclaimer. Ich mache das eigentlich immer in Englisch. Das ist jetzt echt voll der Kontext-Switch, dass ich das irgendwie auf Deutsch mache, aber ich versuche es hinzubekommen. Also, was wollt ihr zuerst hören? Irgendwas über den CMC-Service oder ich habe noch Produktstrategie mitgebracht? Handzeichen? Weiterklicken? Weiterklicken? Ist sehr interaktiv. Weiterklicken? Ja, A. Wer ist für A? Entschuldigung, wer ist für A? Wer möchte Service hören? Wer möchte Strategie hören? Es gibt auch ganz viele enthaltene Stellen. Also das stimmt, genau so ist es. Na, also reden wir zuerst über die Strategie. Nee, den Service, Entschuldigung. Also der Service. Was haben wir denn? Machen wir bitte noch einen weiter. Genau, Christian hat ja irgendwie gerade so schön eingeleitet. Das ist mittlerweile die Comedia Content Cloud. Der Name hat sich in den letzten Jahren auch ein paar Mal geändert, weil wir hatten ja gerade so schön die Historie. Ne? Ich glaube, ich bin eingestiegen, da hieß es CM5, dann glaube ich, hieß es mal zwischendurch CMS, dann hieß es, gab es noch eine Live-Kontext-Variante und jetzt heißt es seit Version 9 Comedia Content Cloud. Wir bieten ja grundsätzlich zwei Optionen an. Einmal, wir nennen das Self-Managed, nicht On-Premises, sondern das ist einmal die Self-Managed-Variante, die man bekommen kann, um sie selber zu installieren. Und dann haben wir halt den Service. Und hier geht es darum, was wir hier im Service anbieten. Unser Service ist grundsätzlich zum größten Teil ein Platform-as-a-Service. Das hat der Christian gerade eigentlich auch schon gezeigt. Es ist im Grunde genommen das gleiche Produkt, das man auch bekommt, wenn man es als Self-Managed betreibt. Wir betreiben es allerdings genau so, wie es im Blueprint kommt. Ja, also da gibt es ein paar Dinge, die, wenn ihr jetzt gewohnt seid, das On-Premises zu machen, gibt es einfach ein paar Dinge, die so nicht mehr funktionieren, sondern anders funktionieren, teilweise auch gar nicht funktionieren. Dafür gibt es dann auch andere Dinge, die dafür nur dort funktionieren. Also es ist so ein bisschen ein Trade-off. Eine Sache, die auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, wir haben keinen Support für unsere Elastic Social Komponente bei uns im Service. Wollte bisher noch keiner haben. Wird auch nicht so oft angefragt und bisher haben wir es einfach nicht. Dann, was machen wir? Ja klar, wir bieten natürlich das gesamte DevOps für die Comedia-Installation an. Ich habe gleich noch ein paar Slides, um zu zeigen, wie das ganz genau funktioniert. Offiziell ist es natürlich so, dass wenn man jetzt mit einem neuen Kunden startet oder auch vielleicht einen Bestandskunden in die Cloud bringt, dann würde man rein theoretisch natürlich mit der neuesten Version von Comedia starten. Das ist zurzeit 23.04, haben wir gerade auch im Cloud-Service zur Verfügung gestellt. Gerade ganz frisch aus der Presse raus. Aber wir haben auch noch Kunden auf Version 9 dort laufen und natürlich auch ein paar auf Comedia 10. Wir unterstützen das volle Customizing von allen Komponenten, die sich bei uns im Blueprint befinden. Also, ne, also genau das, was ihr kriegt den gleichen Workspace und ihr könnt genau das gleiche customizen. Inklusive von Commerce-Integration. Ich weiß nicht, ist das, betreut ihr viele Commerce-Kunden, Leute, die hier sind? Wer betreut Commerce-Kunden? Hände hoch, da ist zumindest ein, zwei, sehe ich drei. Genau, also da gibt es ja den Commerce Hub und unter anderem auch die Möglichkeit, entweder einen von unseren vorgefertigten Konnektoren zu verwenden für SAP oder Salesforce oder aber auch andere, sich einen eigenen zu bauen. Machst du bitte weiter, Oleg? Genau, so ein paar technische Aspekte. Unsere Cloud läuft komplett auf AWS in verschiedenen Regionen. Availability Zones, rein theoretisch sind für uns, rein technisch gesehen, ist es egal, wir können alle Availability Zones von Amazon rein.
Wir machen das so ein bisschen natürlich abhängig davon, wo der Kunde sitzt und wo die User des Kunden sitzen. Also es geht vor allen Dingen dann auch um die Redaktionsseite. Die Delivery, da gibt es nachher eCloudFront und CDNs und solche Geschichten, da ist es dann sowieso weiter verteilt. Und zurzeit sind unsere Hauptregionen, die wir bestehen, liegen in Europa und der nordamerikanischen Welt. Was haben wir noch? Genau, wir machen halt so Standardkrams, die man so State of the Art mit DevOps macht. Dazu gehört dann Terraform, Docker, Chef, Python, Bash. Ich glaube, Christian, du hattest gerade eigentlich auf deiner Slide so schön gezeigt, so früher gab es dann auch Ansible und so und dann gab der Fall und das macht man nicht mehr. Macht man natürlich immer noch so, weil so ein Teil ist halt immer noch. Es wird eigentlich, ich persönlich habe das Gefühl, ich habe es gerade als Eingang ja gesagt, ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, aber ich habe das Gefühl, es wird einfach immer mehr. So, anstatt dass es wirklich für technische Leute einfacher wird, habe ich das Gefühl, man muss mit immer mehr Werkzeugen und immer mehr Sachen irgendwie beherrschen. Also es wird, einige Sachen werden einfacher, andere Sachen werden dafür komplexer. In der Balance für mich als technisch versierter würde ich sagen, es ist vielleicht sogar am Ende eine ähnliche Belastung. Wir machen in unseren Clouden Unterscheidung darüber, wir reden über Higher Environments und wir reden über Sandboxes. Die Higher Environments sind für uns diejenigen, dazu gehört natürlich das Production Environment, aber auch Pre-Prod, vielleicht ein Testsystem. Das sind alles Systeme, die so aufgebaut sind wie ein Prod Environment. Die versuchen, das Prod-System so gut es geht nachzustellen. Also ihr kennt das ja selber aus eurer Projektarbeit. Man möchte mal einen Performance-Test machen, aber vielleicht in der Testumgebung. Also schaufelt man sich irgendwie so viele Prod-Daten wie möglich rüber. Oder bevor man was deployt, versucht man es noch einmal so zu testen, wie es in Wirklichkeit ist. In der alltäglichen Arbeit als Entwickler braucht man aber mindestens eine Entwicklungsumgebung, idealerweise mehr, so viele wie möglich. Und dafür haben wir die Sandboxes. Wie gesagt, es kommt gleich eine Architektur-Slide, wie das genau funktioniert. Die Sandboxes, die könnt ihr euch jetzt erstmal momentan ein bisschen so vorstellen wie so eine ganz einfache Docker Compose ab und dann habt ihr so ein System und dann läuft das halt irgendwo und dann startet ihr lokal eure ganzen Services, an denen ihr gerade rumentwickelt und dann könnt ihr euch gegen die Sandbox verbinden. Diese Sandboxes haben auch so die Qualität von so einem Ding, das man einfach mal so hochbringt. Da gibt es halt nichts wie High Availability oder Backups und solche Sachen. Jedenfalls nicht auf dem Qualitätslevel, wie wir es natürlich für die Higher Environments anbieten. Was steht da unten noch? Achso, genau, das ist nochmal unser SLA. Für die Delivery machen wir 3.9 als Standard. Wenn man als Kunde Geld dafür ausgeben möchte, kann man auch mehr bekommen. So, das hängt dann natürlich auch ein bisschen davon ab. Wer sich ein bisschen mit Amazon AWS mal auseinandergesetzt hat, der wird auch wissen, dass Amazon selber nicht für alle Services diese SLAs mit 3.9 oder sogar höher anbietet. Das heißt, auch da müssen wir ein bisschen gucken, was können wir weiterreichen, worauf können wir uns verlassen. In der Delivery kriegen wir das aber hin. Bitte weiter. Genau. Hier unten sieht man so ein schönes buntes Bild. Das kommt gleich nochmal. Das ist der Login vom Cloud Manager. Der Login sieht erstmal sehr ähnlich aus zu dem aktuellen Studio. Und der Cloud Manager ist quasi eine neue Web-App, die wir geschaffen haben, über die man in die Welt von Comedia Service einsteigt. Zurzeit kann man sich das als Metapher so ein bisschen wie eine Hotellobby vorstellen. Also man kommt so rein und dann sagt der Cloud Manager, hallo, schön, dass du da bist, was möchtest du machen? Du hast hier die ganzen folgenden Comedia-Systeme, da kannst du vielleicht ein Studio öffnen, du kannst dir hier ein paar Manuals angucken, habe ich auch gleich noch Screenshots dazu. Und es gibt halt ein paar relevante Self-Services in diesem Cloud Manager, der halt um unseren Service herumgestrickt ist. Also da kann man dann so Sachen machen wie User-Management. Also als Kunde möchte man vielleicht seine eigene User-Domain irgendwie einbinden und dann muss man aber trotzdem noch mappen, okay, dieser User, der jetzt hier vielleicht aus meinem Azure AD kommt, welche Rolle kriegt er denn in Comedia, muss der irgendwie eingeloggt, eingerichtet werden? Man kann Rechte vergeben auch für den Cloud-Manager, ist man ein Entwickler in dieser Umgebung, ist man einfach nur ein User, ist man vielleicht ein Admin? All das kann man über den Cloud-Manager machen und wir haben in der Tat, Christian hat das gerade angedeutet, es gibt auch tatsächlich Services, die nur im Cloud-Service zur Verfügung stehen momentan. Dazu gehören aktuell der Event-Hub und Campaigns. Dazu habe ich jetzt gar nicht so viel mehr vorbereitet, um euch zu sagen, was das ist, das können wir ein andermal machen. Aber im Grunde genommen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, bei Event-Hub kriegt man halt Events raus von Workflows, also quasi das, was ein Repository-Listener könnte und ein Workflow-Listener könnte.
und man kriegt aber auch die Editorial Notifications aus dem Studio daraus, also alles das, was da im Studio oben aufpoppt, inklusive Custom Notifications. Und Campaigns ist unser neues Produkt zur Kampagnenverwaltung und da geht es momentan im Scope hauptsächlich darum, Sichtbarkeiten von Inhalten auf der Webseite zu verwalten und zu verteilen. Oder auch in verschiedenen Kanälen. Eigentlich, da es ein Headless-Service ist, ist es eigentlich egal, ob es am Ende auf einer Webseite landet oder in irgendeinem anderen Kanal. Unser Service bietet grundsätzlich Custom Domain Support an. Das heißt, logischerweise, na, so, wenn ein großer Kunde kommt, dann muss er nicht comedia.io irgendwie auf seiner Webseite durchliegen. Man kann das alles einstellen. Und es gibt halt, das hatte ich gerade schon kurz angedeutet, so eine ganze Menge von Self-Services. Für euch, die ihr ja euch technisch mit so einem Self-Managed-System auskennt, könntet ihr grob zum Beispiel davon ausgehen, dass wenn es ein CM-Tool gibt, sowas wie Clean Recycle Bin oder CM Workflow Upload, das geht halt nicht mehr. Ne? Ihr könnt euch in so einem Higher Environment nicht direkt auf den System einloggen und dort irgendwas machen. Auf den Sandboxen könnt ihr das machen, da könnt ihr rumwirtschaften. Aber wir haben halt irgendwelche SLAs, wo wir Verfügbarkeit anbieten und garantieren. Da lassen wir nicht einfach so Leute drauf, damit man dann da irgendwie alles rumkonfigurieren kann, aus gutem Grund. Da gibt es halt andere Prozesse, da gibt es zum Teil Self-Service-Prozesse, die bieten wir dann entweder über das Cloud Manager UI an oder es gibt tatsächlich auch Prozesse, die sind über ein Support-Ticket gelöst. Also da muss man dann tatsächlich noch eine E-Mail schreiben und zum Teil auch mit Absicht. Also ein Beispiel wäre, komme ich vielleicht auch gleich noch zu, aber es ist zumindest im Diagramm sichtbar. Oder hier steht es, ne? Glaube ich, so, Deployment, nee, hier, doch, Deployment on Pre-Prod. So, Deployment on Pre-Prod, Self-Service, ne? Da kann man das dann mal machen und gucken, so läuft das alles im Testsystem. Wenn man ein Deployment auf Prod machen möchte, dann muss man uns aber Bescheid sagen. Und das ist zurzeit auch bewusst so, weil uns das einfach zu gefährlich ist. Man weiß ja nicht, was da deployed wird. Vielleicht sind sogar händische Schritte auch noch notwendig. Wir wollen das auf jeden Fall darüber Bescheid wissen und das aktiv mitbetreuen. Machen wir bitte weiter. Genau, hier nochmal der detaillierte Screenshot. Ich verlasse meinen Platz ein bisschen. Also, Login, wie beim Studio. Und jetzt könnt ihr hier das mal sehen, was man da alles machen kann. Ne? User Manager, man kann dem Support schreiben. Man kann natürlich irgendwelche Secrets verwalten. Also das ist ein sicherer Kanal, wo man einfach uns sichere Dinge mitteilen kann. Ne? Langfristig wird man da auch sichere Dinge so mitteilen, dass sie automatisch verwendet werden. Aber es dient auch als sicherer Kanal, um unserem Support was zu sagen. Weil es kann ja sein, dass wir irgendwas einstellen müssen bei uns im Backend. Keine Ahnung, irgendwelche VPN-Schlüssel oder solche Geschichten. Da gibt es viele, viele Notwendigkeiten für. Man kann direkt Requests stellen, man kann IP-Management, das ist jetzt in der Corona-Zeit eigentlich obsolet, haben alle ausgeschaltet, aber vor Corona war es noch so, dass dann alle so eingetragen haben, man darf von dieser IP-Range irgendwie drauf zugreifen, so jetzt sitzt jeder im Homeoffice, es ist ein Wahnsinn, kein Mensch kriegt diese IP, also Sternchen oder ausschalten. Aber man kann da zum Beispiel auch sehen, welche IPs der Service selber hat, weil das kann durchaus schon relevant sein für einen zum Beispiel. Und dann sieht man hier mal ein Beispiel, was es dann von uns zu jedem Higher-Level-Environment so gibt. Als Beispiel mal so ein Production-Environment. Also man kann von hier aus direkt auf das Studio zugreifen. Das benutzen auch Redakteure übrigens. Also Redakteure gehen auch über den Cloud-Manager rein. Je nach Rolle und Recht sieht man mal mehr, mal weniger. Also ein Redakteur wird hier nicht irgendwie Grafana oder Gibana sehen, ne? Sondern das ist mal so die volle Ansicht. So, und dann kann man ein Studio öffnen. Man kann den Headless-Server direkt öffnen. Entweder über GraphQL oder sich die API angucken. Ich habe gleich noch einen Screenshot zur Ingest-API. Das ist ein Ingest, den habe ich gerade gar nicht genannt, tatsächlich bei dem Cloud-Only-Service, aber das ist ein Service, um Import zu machen. Wir haben dann in V1 festgestellt, dass man zum Import durchaus auch lesen können muss, weil man durchaus mal beim Import Entscheidungen trifft, basierend auf schon existierenden Content. Deswegen kann man darüber auch mittlerweile ziemlich gut Content lesen. Wir bieten standardmäßig Monitoring an, wir bieten standardmäßig Logfiles an und hier unten sind mal so drei Sandboxes, die man benamen kann, wie man möchte. Man sieht immer sehr schön, welches Docker-Tag überall deployed ist. Man kann sehen, welche Comedia-Version deployed ist. AMP-Deployments kann man einfach so machen, auch in Pre-Prod-Environments. Wenn man einen AEP-Schritt machen möchte, auch dann muss man uns Bescheid sagen, weil es durchaus sein kann, dass wir in einem AEP mal eine Änderung gemacht haben, die auch wieder ein internes Infrastruktur-Release benötigt. Deswegen
Gibt es da so ein paar Dinge zu beachten? Machst du bitte einmal weiter. Dankeschön. Ich habe mal so Beispiele da oben, das könnt ihr euch dann mal im Detail durchlesen. Das ist quasi, es ist langweilig, einfach irgendwelche Graphen zu zeigen. Ich wollte einfach mal so eine Liste zeigen, was es alles vorkonfiguriert gibt, wenn man zu Grafana geht. Also da gibt es eine ganze Menge Dashboards, die wir einfach mitliefern für jeden Service, den es gibt, für die CREs, für die CRE-Feeder, für die RLS, für alles Mögliche gibt es was vorkonfiguriert. Ich glaube, man kann sich da auch natürlich selber Sachen konfigurieren. Unten ist Kibana, da ist quasi alles drin, was man sich so wünschen kann und man kann danach suchen und filtern, State of the Art. Und hier ist einfach mal so ein Beispiel für den Comedia Ingest Service. Dazu gibt es dann auch so Sachen wie Auth-Token-Services, damit man sich über OAuth authentifizieren kann und dann kann man da wunderschöne Sachen machen. Also da kann man sich richtig schön austoben. So, die super simplifizierte Architektur. Nachdem ich das alles jetzt erklärt habe, können wir jetzt abgleichen, ob ich das gut erklärt habe und das Bild, das ihr im Kopf habt, zu diesem Bild passt. Also nochmal zum Wiederholen. Es gibt den Cloud Manager, der ist die Hotellobby, um sowohl auf die Higher Prod und Pre-Prod Environment zu kommen, aber auch um auf die Sandboxes drauf zu kommen. Sandbox habe ich gleich noch im Detail, da sieht man dann auch, wie dieser Pfeil noch ein bisschen detaillierter aussieht. Ihr als Entwickler habt aber auch die Möglichkeit, hier direkt auf diese Sandboxes raufzukommen, per VPN oder SSH Access. Ihr benutzt irgendein Git-Repo eurer Wahl, das stellen wir nicht zur Verfügung, das kann GitHub sein, das kann GitLab sein, ihr könnt es selber deployen, Hauptsache wir können das lesen irgendwann und sagt uns dann quasi, wo das ist und dann läuft, wenn du mal in das nächste Bild reingehst, laufen dann in den Sandboxes, ist dann auch die CI-CD-Pipeline. Und dort drinnen wird dann halt gebaut und dann gibt es halt Jobs, die Dinge tun und die sehr nützliche Dinge tun. Und eines dieser Dinge, die sie tun, ist, dass man sagen kann, also erstmal, wenn dann alles gebaut ist, wird es sowieso in die Registry geschoben, aber man kann die Sachen natürlich auch taggen und sagen, so, das finde ich jetzt besonders interessant, das kriegt jetzt einen schönen Namen. Und dann kann man das dann entweder durch Self-Service-Deployment auf die Pre-Prod-Umgebung schieben oder man sagt halt bei uns Bescheid und sagt, so, das hätte ich jetzt auch gerne in Prod und dann kümmern wir uns darum. Es ist aber eigentlich für diejenigen, die Self-Managed kennen, mit dem Blueprint-Code genau das gleiche unter der Haube drin. Da ist eigentlich nichts Besonderes. Es gibt, wie gesagt, wenn man dann im Detail anfängt, muss man halt so ein bisschen lernen, was geht nicht ganz genau, weil man natürlich, also wir kümmern uns zum Beispiel darum, irgendwie Java-Prozessvariablen, Umgebungsvariablen zu konfigurieren und wie groß ist ein Heap-Size oder so. Ne? Das ist dann halt einfach irrelevant. Das braucht man dann nicht mehr. Deswegen gehen einfach ein paar Sachen ein bisschen anders, aber viel, auch bequemer. Finden wir zumindest, oder ich. Ja, das lasse ich mal kurz so stehen. Gut, dann machen wir bitte einen weiter. Ich glaube, mich richtig zu erinnern, das vorletzte Folie, genau, die habe ich noch reingeschmissen, weil das so ein bisschen auch zeigen soll, wie das eigentlich alles mit Pass und SaaS so ein bisschen zusammenhängt. Ich war mir am Ende so ein bisschen unschlüssig, an welche Stelle ich diese Folie genau mache, aber ich dachte, sie passt hier besser hin als gleich in den Strategieteil. Also hier drinnen ist quasi so ein klassisches Comedia-System, wie ihr das kennt, und das ist das Platform as a Service. Und drumherum haben wir halt alle möglichen Dinge gestrickt, wo wir uns dann bedienen, von Amazon-Diensten oder teilweise oder meistens, ne, auch ein paar andere Sachen auch, um dann halt um diesen PaaS-Betrieb irgendwie so einen SaaS-Service herumzustricken. Und das ist deswegen vor allen Dingen auch relevant, weil wir gleich über die Produktstrategie sprechen und dann wird PaaS und SaaS und Self-Managed, diese drei Sachen, die spielen halt in unserer Produktstrategie eine sehr wichtige Rolle. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Genau, man sieht da oben auch noch so den Image Transformation und Blob Service. Das ist eine Sache, an der wir gerade arbeiten. Die gibt es zumindest schon mal intern jetzt für alle Neukunden. Wird das der Standard sein, dass wir Blobs und Image Transformation nicht mehr über die CREs ausliefern, sondern das haben wir schon rausgelöst. Wie viele von euch sicherlich wissen, ist das so mit das Teuerste, was die CRE macht. In der Regel, ne, immer so die Images nehmen, die ganzen Image-Croppings, die man bei uns definieren kann, zu berechnen, irgendwo abzulegen und dann irgendwo hinzutun. Und das haben wir schön rausgeschält, um dann auch in Zukunft besser aufgestellt zu sein, um auch immer neue Image-Formate, ne, also WebP, WebM,
Ich habe schon wieder vergessen, jetzt kommen noch irgendwelche neuen Dinge wieder. Also da bewegt sich irgendwie auch gerade sehr viel. Dann wird es sicherlich demnächst so sein, dass man nur noch als Klartext reinschreibt, was das Bild können soll. Und dann wird das automatisch generiert on the fly von irgendeiner AI. So, dann weiß man als Redakteur gar nicht mehr, was da drin ist. Ja, so, das wird auch vielleicht irgendwann kommen. Ich weiß es nicht. Dazu Fragen. Ich finde es schade, ich würde so gerne über Architektur reden und solche komplexen Diagramme, aber das will keiner. Ja. Ja. diese Services, die jetzt aus der Theorie rausholen, werden dann auch im Eigentlich auch aus der Theorie, also entstehen dann so neue Komponenten daraus? Genau, also für uns. Ja, guter Punkt. Also die Frage ist, ob die Services, die wir rausstellen, ob daraus dann eigene Komponenten entstehen werden. Ja, es entstehen daraus eigene Komponenten. Ich komme dazu gleich noch in der Strategie. Ob diese Komponenten, wie jetzt im Fall von dem Image Transformation Service, total transparent einfach für Neukunden angeboten werden, weil das für uns quasi auch eine Art interne Optimierung ist. Oder ob daraus vielleicht auch in Zukunft mal ein weiterer Service wird, weil man kann sich auch um Image-Transformation, gerade wenn man so an die Image-Fähigkeiten von Akamai denkt oder Cloudinary, ja, da gibt es auch noch mehr Benefits und Value, jetzt rede ich nämlich doch Englisch, die so einen Dienst anbieten könnte. So, also da könnte auch mal mehr draus werden im Service. Und die andere nahegelegte Frage ist, wird es mal irgendwie Self-Managed-Kunden oder On-Premises-Kunden zur Verfügung gestellt? Und das ist auch, das werden wir für jeden Service einzeln entscheiden und halt gucken, ist es technisch sinnvoll, ist es machbar? Weil auch dazu komme ich dann noch in der Produktstrategie, weil es da nämlich noch eine zweite Dimension gibt, die das Ganze spannend macht, das ist nämlich Private Cloud versus Public Cloud. Weil das nämlich dann auch nicht mehr so einfach ist, so welcher Service zum Beispiel, also wenn es Kunden gibt, zum Beispiel, ich greife ein bisschen vorweg, aber wenn es Kunden gibt, die sagen, ich möchte aus irgendwelchen Gründen in die Private Cloud, auch dann muss man sich ganz genau angucken, okay, für welche Use Cases. Wenn das halt publizierter Content ist, der nachher ausgeliefert wird, also so eine Art CDN, dann ist vielleicht die Anforderung, dass es auch private sein muss, nicht relevant. Wenn es aber vielleicht etwas ist wie ein Event Hub, der vielleicht nur intern für irgendwelche Geheimsachen verwendet werden soll, dann vielleicht halt doch. So, und da gibt es einfach viele Unbekannte, wo wir noch nicht so richtig. Also das werden wir einfach für jeden Service einzeln entscheiden müssen. Wo wir jetzt gerade stehen, ist, dass der Event Hub zur Verfügung steht für alle Cloud-Kunden. Campaigns ist in der Open Beta für alle Cloud-Kunden. Und für Campaigns und Event Hub schauen wir uns jetzt an, im nächsten Schritt, wie wir den erweitern. Die erste Iteration bedeutet auch immer, dass wir jetzt lernen müssen, was kommt für Feedback, was müssen wir inhaltlich an Features verbessern. Und dann im nächsten Schritt auch, was müssen wir mit Deployment verbessern und wie können wir es auch für andere Kunden vielleicht attraktiver machen und wenn die Open Beta mal zu Ende ist, wir wollen es halt auch so vielen Kunden wie möglich zur Verfügung stellen. Und bei dem Image und Blob Service stehen wir halt noch ganz am Anfang. Gute Frage. Dann machen wir bitte weiter. Dann ganz schnell noch zur Produktstrategie. So, wir haben diese überraschenden Säulen unserer Strategie. Wir hören, was Kunden sagen, wir hören, was Analysten sagen, wir reden mit ganz vielen Experten und wir gucken uns Trends im Markt an, wie zum Beispiel AI. Wenn du jetzt noch einmal drückst, dann kommt die ja, was sollen wir sonst machen? So, bitte nochmal weiter, das wussten wir. Aber was hören wir denn? Wir hören, wir wollen das Biest nicht füttern. Ne? Heißt, es gibt durchaus Kunden von uns, die im Wettbewerb zu Amazon stehen und die sagen, wir wollen nicht Geld bezahlen, dass Amazon durch unseren Service noch mehr Geschäft macht. Siehst du? Es gibt gerade in der EU Kunden, die sagen, ich möchte nicht in eine US-Cloud. Ja, das ist mir zu unsicher, da wird mitgehört. Ne? Es gibt diesen, ich habe es schon wieder vergessen, den Transatlantic Pact Treaty, ich habe es vergessen, dieses Datenschutzgedöns, ne? Da steht halt drin, so also können alles mitlesen. Bitte nächster. Was machen wir mit Daten und Personalisierung, Mach Alliance, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber das hören wir oft in Ausschreibungen, weil ne, das ist so ein Marketing-Buzzword, das überall rumgetrieben wird, die Analysten schieben das vor sich her und Kunden, die sich was auswählen, die sagen halt, ja, was macht ihr denn mit Mach Alliance? Warum seid ihr denn nicht compliant? Bitte weiter. Die Mach Alliance ist quasi ein, oh Gott, wie formuliere ich das? Also, Wettbewerber von uns haben sich überlegt, dass es total cool ist, sich zusammenzuschließen und so ein Akronym wie Mach Alliance sich auszudenken und darunter zu sagen, weiß ich nicht, Multitenant,
Cloud First, Headless, habe ich vergessen. So, und darunter vermarkten die halt, wow, alles super composable, Microservices, Headless und so. Und ist auch super eigentlich, aber komme ich auch noch, also nee, komme ich heute nicht zu, weil es nicht so wichtig das Thema ist, aber Private Cloud ist da halt zum Beispiel ausgeschlossen. Nur Headless, ohne Preview, kein richtiger redaktionelles Backend da drin, wissen wir alle, ist irgendwie uncool, ne? Muss man halt alles selber bauen. So, also das ist die kurze Antwort darauf. Drücken wir einfach ein paar Mal. Und dann so, das kennt ihr auch, ne? Das Zukunft Media Studio ist manchmal zu komplex. Was macht ihr eigentlich mit künstlicher Intelligenz? Was bedeutet No-Code? Wo kann ich denn No-Code? Das geht dann wieder mit Mache-Lines. Ne? Das sind so Buzzwörter, die Leute halt hören. Weiter. So, und jetzt hier relevant in diesem Kontext, ne? Wie wichtig sind eigentlich Partner für uns in der Strategie? Und machen wir jetzt den letzten Punkt. Super durch Zufall geclustert in so drei Säulen, wo, die wir nennen, we unburden customers, da gehen wir das an. Wir kümmern uns um User Experience und wir fügen Mehrwert durch Innovation hinzu. Das sind die, machen wir bitte einen weiter, Säulen jetzt unserer Produkt-Themes, an denen wir in den nächsten Jahren unsere Produktstrategie ausrichten werden. So, und jetzt haben wir das Problem, weil das muss ich ablesen, das habe ich leider nicht auswendig gelernt. So, was heißt denn unburdening customers? Also wir wollen mehr Standards setzen. Ne? Also das sind auch so Sachen, da komme ich gleich auch noch in der nächsten Folie dazu. Durch Standards und Best Practices wird es auch einfacher, Dinge wiederzuverwenden. Ihr könnt euch in einem Projekt auf das konzentrieren, was für das Projekt und den Kunden relevant ist. Ihr müsst nicht die Probleme lösen, die eh jeder lösen muss. SaaS und PaaS-Service hatte ich auch schon genannt. Da sehen wir einfach die Zukunft. Klar, Self-Manage ist noch da. Self-Manage geht auch nicht weg. Aber Unburdening ohne mehr Services anzubieten, wird nicht funktionieren. Ne? Das ist eine wichtige Komponente davon. Einfach, dass wir insgesamt mehr tun für den Kunden und für euch. Und nachher die Reibung rausnehmen, dass auch Upgrades einfacher werden, vor allen Dingen mit Fokus auf das SaaS und PaaS, weil wir da einfach die meisten Stellschrauben haben. Na, wenn wir uns unser aktuelles Produkt angucken mit den ganzen Customization-Möglichkeiten, die wir haben, dann gibt es da einfach eine natürliche Grenze, die wir dann irgendwann erreichen. Na, wir können nicht einfach in jeden Code reingucken und alles automatisieren. Machen wir bitte einen weiter. UX. Da sagen wir, okay, Studio ist halt unser No-Code-Environment, Studio und Cloud-Manager, ne, da soll halt alles funktionieren, so, dass man konfiguriert, dass man Dinge einstellt. Wir wollen noch mehr für unsere Experten-Nutzer optimieren und Dinge aber auch vereinfachen für die einfachen User. Ne, das sind auch bestimmt Dinge, die ihr schon mal gehört habt. Ihr kommt irgendwo hin und dann ist da so ein Casual-User und der sagt so, ja, ich möchte hier einfach nur mal irgendwie einen Text auf der Homepage ändern, da ist ein Tippfehler. Wie mache ich das denn? So, und dann fängt man an, denen das zu erklären, wie jetzt gerade bei diesem Kunden das alles aufgebaut ist, wie der Content genestet ist, wie da irgendwie das PageGrid funktioniert. Ne? Und Easy Integration, und jetzt sind wir nämlich hier bei dem Thema mit den Partnern und die Community. Das ist natürlich super wichtig für uns, dass das so einfach wie möglich ist, dass ihr den Mehrwert, den ihr schafft, auch an möglichst viele Kunden rausbringt. Gleich weiter. Und deswegen die Co-Innovation auf dem Marktplatz, den wir anbieten, wollen, also jetzt schon tun, aber auch verstärkt noch einfacher anbieten wollen. Also mit mehr Automatisierung, mit mehr Prozessen drumherum, mehr definierten Dingen, wie man dort auch zertifiziert, vielleicht mal irgendwann auch zertifizierte Lösungen anbieten kann. Klar, Customer Data und Personalisierung und AI, die bewegen immer noch die Welt, also Customer Data und Personalisierung ja sowieso schon. Und AI jetzt mit der neuesten Welle, ich meine, AI, Machine Learning ist schon lange da, aber jetzt mit dem letzten halben Jahr, mit der generativen AI, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Drive irgendwie da reingekommen. Bitte mal weiter, Dankeschön. So, jetzt ein paar Dinge, die ihr wahrscheinlich wisst. Ne? Mit Customization kann man viel machen. Im Spider-Man-Universe, guck mal hier, Star Wars, ich weiß nicht, ob Spider-Man auch noch, Marvel auch funktioniert, aber ne, also with great power comes great responsibility, ne, so, da muss man halt schon wissen, was man tut, so, denn wenn man zu viel customized, dann hat man nachher im Rattenschwanz, 3 Jahre später stellt man fest, ui, jetzt ist mein Upgrade aber ganz schön teuer geworden, was habe ich denn hier gemacht? Und dann denkt man sich, oder auch der Kunde, naja, wenn wir näher am Produkt geblieben wären, am Standard, dann wäre das eigentlich doch gar nicht so schlimm gewesen im Vergleich zu dem, was es uns jetzt kostet, nachdem wir das so toll angepasst haben. Und ich rede gerade als Beispiel um solche Sachen, wie man fällt so in diese Falle rein, wo man denkt so, boah, ich kann mit Comedia voll coole Sachen machen, ich kann eigentlich alles anpassen, gerade so im Studio. Und dann kommt halt so ein Redakteur
oder so ein Nutzer und sagt dann so, oh, ich hätte aber gerne den Knopf noch anders, der muss einfach um 90 Grad gedreht werden und kannst ihn dann nach links machen, also eigentlich völlig unnötig, mehr oder weniger. So, und am Ende sagt man, ja klar, kann ich machen, das ist nur 10 Zeilen Code. So. Und dann am Ende summiert sich das halt irgendwie auf und dann steht man vor so einem Berg. Genau, und das ist am Ende ist das Schwierige wirklich, diese Balance zu finden zwischen, es muss noch angepasst werden, ich möchte aber auch Best Practices und Standards verwenden. Na? Und wie machen wir das? Indem wir verstärkt einfach auch trainieren über unsere Enablement-Plattform, über Dokumentation, dass wir natürlich aber auch unser Professional Services haben, Expert Professional Services, so machen wir das ja eigentlich schon immer, außer wir gehen in neue Märkte, ne, dass wir gerade so das Tagesimplementierungsgeschäft unseren Partnern überlassen und als Experten reinkommen. Das ist aber auch, das Produkt sich natürlich aber auch verändert, also wir können auch im Produkt technisch Dinge tun, um das besser zu machen und einfach auch mehr Standards und Standardprozeduren zu definieren und auch zu verteilen. Das geht dann wieder zu Enablement und Dokumentation. So macht man das. So sollte es mit Kubernetes gehen. So sollte man Logging machen. So sollte man X machen. Na, weil, und dann ist es auch einfacher für alle, gemeinsam in so einer Art Community dann Standardlösungen zu schaffen und gemeinsam darauf aufzubauen. Weiter. So, hauen wir einfach ein paar Mal drauf. Wir sind schon ein bisschen spät, merke ich gerade. Wo sehen wir das? Also wir haben Self-Managed. Wir haben jetzt quasi Public Paths. Wir haben angefangen mit Public SaaS. Das ist Event Hub, Campaigns, also Dinge, die es wirklich nur noch im Service gibt. Und dort kriegt ihr auch keinen Source Code. Ne? Das ist nicht Teil des Blueprints. Das wird nicht mitdeployed, sondern das gibt es halt als Service fertig. Beziehungsweise eigentlich ist das Native Public SaaS momentan, weil wir das Multitenant Native in AWS gebaut haben. So, und wenn man sich auch mal anguckt, wo was spielt, dann ist die Vision, der Sweet Spot in ein paar Jahren wäre, dass Comedia quasi die Basisinstallation und den Basisbetrieb zur Verfügung stellt und das wird eine Kombination sein. Es wird nicht nur in PaaS sein oder nicht nur in SaaS, sondern es wird irgendwo dazwischen liegen. Ja, es wird weiterhin Komponenten geben, die sind hoch angepasst, wie so eine Delivery oder so. Da ergibt es keinen Sinn, das als SaaS zu machen und dann 1000 Konfigurationen, No-Code-Optionen, sondern ey, da hat man dann einfach die optimierte Delivery, die man im Source-Code hat, die wird kompiliert und dann wird die halt irgendwo im PaaS gehostet. Oder vielleicht auch eine Extension, die man als PaaS gehostet zu einem SaaS-Service dazu pluggen kann. Das sieht man zum Beispiel bei Salesforce, bei SAP, da sieht man ähnliche Muster. Ja, das ist immer so eine Kombination aus, da gibt es das fertig, das wird immer schön aktualisiert und da gibt es neue Dinge. Und das funktioniert dann aber in Verbindung mit angepassten Dingen, die dann auch mitgehostet werden. Und da ungefähr sehen wir das. Und ich glaube, du kannst noch einmal oder zweimal sogar noch drücken. Genau, zweimal zu viel. Wo ist das dann? So, man muss halt beim Self-Manage, da braucht man halt viele erfahrene Partner. Ne? Ihr seht das auch, weiß nicht, wer bei der Connect ist. Das sind teilweise auch Sachen, die werden wir in 2 Wochen auf der Partner Engage und Connect wird das auch nochmal kommen. Da fehlt auch ein bisschen mehr detailliert sogar noch. Oder sehr wahrscheinlich. Genau, Customizations minimieren natürlich gerade schon begründet. Und das hier unten ist auch eine total interessante Sache. Das ist etwas, ich weiß nicht, ob ihr das bei euren Kunden auch schon so mal mitbekommen habt. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, welche Rolle ihr sozusagen im Projekt habt und was ihr macht. Aber wir haben es gerade bei großen Kunden gesehen, die haben schon total viel Werkzeug. Die geben tatsächlich, die sind so fragmentiert in ihrer Organisation, dass die auch einfach mal sagen, ach, dann kaufe ich noch dieses Tool dazu und ich probiere jetzt mal hier die Personalisierung aus und irgendeine Marketingabteilung hat ein Budget und diese Abteilung hat ein Budget. Und am Ende haben die aber auch riesige Enterprise-Lösungen schon, die eigentlich total viel machen, die sie gar nicht ausreizen. Ja, und anstatt dann zu gucken, was kann ich eigentlich mit dem Werkzeug, das ich schon gekauft habe, eigentlich machen, guckt man dann eher rum und sagt, ach, guck mal hier, da gibt es noch diesen kleinen Service und den kleinen Service. Und dann verliert man aber auch irgendwann in seiner gesamten DXP-Solution so ein bisschen so die Übersicht, wer macht eigentlich was, wer schiebt Daten wohin. Und dann wird die ganze Orchestrierung auch super komplex. Das heißt, es gibt durchaus auch den Trend, dahin zu sagen, klar, es ist composable und es muss auch irgendwie zusammengepackt werden, aber vielleicht nicht 2 Dutzend Sachen, sondern vielleicht ein halbes Dutzend.
Ja, das nochmal ganz kurz. Das ist eine ganz neue Initiative, die wir jetzt, also was heißt ganz neu, das ist halt vor allen Dingen etwas, das jetzt immer stärker auffällt. Wir hatten gerade über das Alter von Comedia insgesamt gesprochen, der Side-Manager selbst, Das Studio ist da mittlerweile aber auch schon 10 Jahre alt, als wir den Side-Manager abgekündigt haben. So, und da sieht man aber auch mittlerweile schon das Alter durch. Ne? Also es wurde erfunden oder gestaltet, bevor es iPhones gab. Ne? Also Touch und so. Und klar, das muss einfach mal auch aktualisiert werden. Und das wollen wir jetzt unbedingt mal angehen. Mehr sage ich dazu jetzt nicht, aus Gründen der Zeit. Das könnt ihr lesen. Bitte weiter. Genau. Und jetzt nochmal Partner, first and best of breed. Also Partner sind wirklich total wichtig für uns weiterhin. Ich möchte das immer wieder betonen. Viele unserer Partner bauen wirklich richtig tolle Projektlösungen, wo man sich auch fragt, so, hey, warum kann man die nicht noch einfacher wiederverwenden? Kann man die noch dichter irgendwie an das Produkt rankriegen? Viele dieser Sachen sind auch einfach komplementär zu dem, was wir machen, industriespezifisch. Und das wollen oder können wir so gar nicht lösen, weil wir uns nicht auf jede Kundenindustrie konzentrieren können und die Besonderheiten dort jetzt vielleicht in dem Projekt, sondern eher immer aufs Große und Ganze gucken. Und also wir glauben einfach, ja, es wird immer noch viele Services von verschiedenen, vielen Vendoren geben, aber es wird erweitert mit sehr speziellen Features, die dann durch das Partnernetzwerk kommen und entweder vom Projekt gebaut werden oder wiederverwendbar über den Marketplace. Na, und das im Projekt gebaute sind dann die Customizations, die ganz unten stehen. Und ich glaube, jetzt sind wir am Ende.